Wir, das heißt ich und mein Enkel, wir machen heute eine schöne Radtour. Wir fahren zum Hammerhafen. Das ist bei Wobbswede. Und da werden wir mal zelten. Ja, hier ist der kleine Yachthafen. Ich glaube, der nennt sich Hansekockel. In Hamhausen. So, hier fahren wir jetzt direkt an der Weser lang. Da ist sie. Da ist das Weserstadion. Fahren wir jetzt mal dran vorbei. Und dann geht es gleich oben auf den Deich weiter. So, kleines Rennen mit dem Schiff hier. Wer wohl schneller ist. So, da ist das gute Stück. Und das Rennen gegenüber dem Schiff haben wir auch gewonnen. Ne? Jo, das ist die neue Fahrradstraße hier am Osterdeich. So gut gemacht. Und hier sind die Waldanlagen. Auf einem schönen Radweg. Auch hier Fahrradstraße. Kuckuck. Ja, Kuhgraben-Siel heißt das hier, glaube ich. Da will ich noch mal ein Foto machen hier. Oh, schöne Häuser hier. Hofladen. Ja, jetzt geht das Richtung Lilienthal. Kann man mal sehen, was hier für ein Wind weht. Oh, auch ein schöner Weg hier. Das sind jetzt noch, glaube ich, 7-8 Kilometer, oder vielleicht auch 9, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das Wetter ist ein bisschen durchwachsen, haben wir uns schon zweimal jetzt untergestellt, aber viel kam dann nicht runter. Naja, schauen wir mal. So, das ist der Weiher Berg. Fahre ich jetzt aber mit dem Tandem, glaube ich, nicht rauf. So, kurz vorm Ziel. Hier ist die Mühle, Windmühle vom Wobbswede. Sehr schön. Da ist der Luca. Ja, jetzt noch 1-2 Kilometer. Sind sie da? Ja, sind angekommen. Haben aber schwer mit dem Wind zu kämpfen gehabt. Ja. Also wir haben volle Bratze Gegenwind gehabt, aber wir haben es geschafft. So, jetzt wollen wir uns gleich mal ein Kanu ausleihen und
ein bisschen rumschippern. Mal sehen, wie das so ist. Habe ich noch nie gemacht. Oh, da ist der Luca. Luca freut sich auch schon. So, jetzt sind wir am Paddeln hier. So, du musst auf der anderen Seite, Luca. So, hier ist die Eisenbahnbrücke vom Moor Express. So, jetzt paddeln wir wieder zurück. Geschafft. Oben auf dem Weiherberg. So, schöner Ausblick vom Weiherberg. Schöner Ausblick. Oh, schöne Vögel. Ja, das ist hier ein richtig uriger Weg aus Klinkersteinen. Zwar sehr holprig, aber irgendwie urig. Mit einer Hand ist das gar nicht hier so einfach zu fahren. Ja, schöner Radweg hier, direkt an der Hamme. Fahren wir jetzt mal lang. Heute ist das Wetter auch wieder wesentlich besser. So ganz schön warm. Na, Luca? Ja, es ist sehr warm. Deswegen habe ich auch gerade ein T-Shirt nur an. Keine Jacke. Drück mir mal die Daumen. Ja, weites Land hier. Wunderschön, kein Mensch. Ja, wo bangt da Pause, ne? Puh. Warm und spül ist das heute. Das ist hier ein holpriger Radweg durch das Tote Moor. Mal gleich mal gucken, ob man da irgendwie richtig reinkommt. Mal angucken. Auch ein abenteuerlicher Weg hier. Naja, habe ich mir ja selber ausgesucht. Ja, voll Kacke hier. Stand vorhin nichts von da, dass das hier gesperrt ist. Jetzt kann ich den ganzen Ochsenweg wieder zurückfahren. Mann, Mann, Mann. Einfach mal da hinten auch ein Schild hinstellen. So ein Kack. So eine Kacke hier. So, jetzt sind wir auf dem Wimmeradweg. Oben schön auf dem Deich. Da hinten ist Bremen.
So, hier müssen wir runter. Hier geht das durch so ein kleines Kleingartengebiet. Hier sind die Blocklandwiesen. Ja, hier rechts ist jetzt der Findorf-Kanal und auf der linken Seite fängt der Bürgerpark an. Ein schöner Weg hier, aber ich brauche gleich erstmal eine Pause. Nun lange. So, jetzt müssen wir durch die Stadt. Ja, schöne Häuser hier. So, haben wir es gleich geschafft. Ein bisschen auf dem Werder, am Werdersee entlang, auf dem Deich. Guck mal, da wohnt Peter Lustig. Ja, vor uns ein paar Holländer. Die fahren den Weserradweg. Eben kurz mitgeschnackt. So, und wir sind jetzt gleich zu Hause. Noch 1 Kilometer oder so. Den haben wir das schon mal geschafft. So, das sind jetzt 42,5 heute. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Würde mich freuen, wenn ihr euch das Video ankommt, anguckt da und euch das gefällt. Ihr könnt ja einen Daumen hoch machen. So, nochmal der Luca. Und ihr könnt auch, wenn euch das Video am besten gefällt, Radfahrern könnt ihr auch sehr gerne abonnieren. Und Kommentar da lassen.